So, Leute, und der nächste kleine Beitrag, wie wir das unter Windows machen mit der Verbindung zum Server herstellen. Also, wir wollen mal den RedNest-Server aufrufen. Ich bin hier ganz auf einem praktisch nicht eingerichteten Windows. Das ist eine virtuelle Maschine natürlich. Und wir gehen mal und suchen irgendwie mal kurz unser BootDDY. Und zwar BootDDY Portable. Das ist. Wir machen das direkt von bootDDY.org, nicht von den ganzen Sachen hier oben. Also wir gehen praktisch direkt auf die Webseite. Das ist hier, wie ihr seht. Und da gehen wir mal rauf. Und da haben wir Download BootDDY. Wir waren da auch schon im Unterricht. Und da können wir dann draufklicken. Das sind dann verschiedene Sachen. Das hier könnt ihr nur machen, wenn ihr, also das hier ladet ihr runter, wenn ihr Administrationsrechte habt. Und wenn ihr keine Administrationsrechte habt, dann geht ihr hier hin und ladet direkt das Ding hier runter. Das ist sozusagen nur das Exe-File, das ist praktisch nur das Programm selbst. Und da bin ich jetzt mal ganz dreist. Ich lade das einfach mal runter und speichere das. Oh, da ist es auch schon. Ich zeige mal die Downloads an. Und das hat eigentlich gar keinen Sinn. Das heißt, wir machen das gleich von dem File-Browser. So, dann wollen wir mal gucken. Gehen wir mal in die Downloads rein. Da haben wir irgendwie so ein bisschen Kram und wir haben hier das BootDDY. Das nehmen wir und das legen wir einfach auf den Desktop. So, das war unsere gesamte Installation. Jetzt starten wir das. Ja, geben hier unseren Server ein. Wir sind auf dem Port 4122. Ja, SSH. Und jetzt sagen wir, das nennen wir irgendwie RedNest. Und speichern das auch. Dann haben wir es nämlich nächstes Mal gleich zur Verfügung. So, jetzt könnten wir uns noch eintragen, unseren Usernamen. Das kann man, glaube ich, auch irgendwo machen. Authentification. Keine Ahnung. Ich kenne das Ding gar nicht. Hier ist auf jeden Fall diese Private Key Geschichte. Das heißt, wenn man irgendwie so einen Private Key gemacht hat, dann kann man irgendwie den auch hier übergeben. Aber wir haben gerade keinen, weil das ist, glaube ich, nicht ein Teil davon. Gut, egal. Wir haben hier vorne bei unserer Session erstmal RedNest und das Ding, das öffnen wir einfach mal. Wir können übrigens natürlich auch Folgendes machen. Wir können hier vorne gleich unseren Usernamen mit eingeben, speichern das nochmal und dann haben wir auch den Usernamen gleich mit dabei. Ich denke, so ist das gemacht hier. So, wir mal gucken. Ja, ist okay. So, jetzt will er irgendwie mein Passwort haben. Und da bin ich. Jo. Und damit sind wir auch schon irgendwie eingeloggt und damit können wir arbeiten auf dem RedNest Server. Also überhaupt kein Problem. Am Schluss natürlich ausloggen. Und ja, das war relativ einfach. Nun machen wir noch eine zweite Sache, weil das so schön einfach war. Wir gucken uns nochmal an, ob wir auf Windows Dateien übertragen können oder nicht. Das geht nämlich irgendwie fast genauso. Und zwar gehen wir wieder auf bootDDY.org. .org, da wo wir eben schon waren. Und hier unten ist dieser Bitwise Client. Ich glaube, der Bitwise Client ist das, was wir brauchen, um etwas hoch oder runter zu laden. Normalerweise würde man WinSCP nehmen. Ich denke aber, oh nein, das ist natürlich doof. Das ist nur mit dem Installer. Okay, vergessen wir das. Wir gehen einfach mal und suchen nach WinSCP. WinSCP. So, das gucken wir mal. Wo, da gibt es auch gleich WinSCP. Da gehen wir gleich auf Download, das heißt auf winscp.net. Da gehen wir drauf. Das ist das Programm, das ich normalerweise benutze für sowas auf Windows. Download Windows WinSCP. Ja, mach mal. Das passt schon. Und das ist der Installer.
Der will aber, glaube ich, einen Installer haben. Ist das ein Installer? Das ist ja blöd. Okay, dann wollen wir mal gucken. Ne, ne, laden lädt noch. Sicherheitsüberprüfung. Oh mein Gott, ist der langsam, dieser komische Browser. Wie haltet ihr das auf Windows aus? Das ist so furchtbar. Ich bin natürlich hier auf Linux weiterhin. Das ist eine virtuelle Maschine. Wie ihr seht, ist das ja irgendwie kein. Das ist sozusagen ein Fenster. Also praktisch, das ist ein Windows im Fenster, wenn man so will. Und natürlich läuft im Hintergrund meine Linux-Maschine. So, der Download ist abgeschlossen. Jetzt kann ich das schließen. Und wir laden einmal kurz den. Öffnen wir den Explorer. Und gucken wir mal kurz, wie dass wir dieses komische Programm jetzt hier starten können. Das ist leider ein Setup, das heißt, dafür müsst ihr Administratoren sein. Das heißt, wir können es auf den Schulrechnern so ohne weiteres nicht machen damit. Was wir machen können, ist das Exe-File, nur das alleine das Exe-File nehmen und das damit machen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Da muss man dann mal gucken, dass, ob man eine WinSCP Portable Version bekommt oder ob ihr euch das installierte Exe-File einfach kopiert und dann bei der Schule ausführt oder so. Weil eigentlich muss das gar nichts, muss nichts installiert werden bei dieser Geschichte. Das geht eigentlich alles, das müsste eigentlich alles so gehen. Aber das ist alles so kompliziert bei Windows. Man kann nicht einfach mal ein Programm runterladen und das ausführen. Das geht nicht. So, jetzt müssen wir einen Augenblick gucken. Typische Installation, ja. Mach mal, Commander. Ja, machen Commander. Commander ist sozusagen, also entweder wollen wir es Explorer-like oder mit dem Commander. Und dann sagen wir okay. Und da wird es installiert. Wie ihr seht, das dauert alles viel, viel, viel länger als bei Linux. Bei Linux haue ich irgendwie mal so eben 20, 30 Befehle durch, während ich irgendwie meine vollen 15 Minuten verbrauche, nur um WinSCP zu installieren. Ah, das, ja. Sie haben die Devices, wenn ihr Sitzung, wir Windows, ja, wollen Sie? Ja. Wir wollen das importieren. Das heißt, das ist jetzt schön. Das heißt, er wird jetzt gleich Rat's Nest importiert von PuTTY. Das erkennt er auch alles. Das ist natürlich sehr schön. Das heißt, WinSCP starten. Wir wollen nicht stellen. Wir wollen erste Schritte Seite. Was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Na, das ist ja schon wieder eine Weile her, als ich das installiert habe. Ja, genau. Jetzt wird hier irgendwie ein bisschen Hilfe gemacht. Könnt ihr euch durchlesen? Wir schenken uns das jetzt einfach mal und warten darauf, dass irgendwann mal sich dieses Programm öffnet. Da ist es. So, und wir haben auch irgendwie hier unser Rat's Nest. Das ist schon eingetragen. Ist alles übernommen. Pi, Kennwort könnt ihr hier sogar mit eintragen. Und jetzt könnte ich sagen, ich melde das mal an. Und jetzt will das Passwort natürlich haben. Und ja, und da haben wir jetzt auf dem praktisch auf dem Server, also hier sind eure lokalen Dateien, ne? Das heißt, das ist hier praktisch euer lokaler Rechner, Documents, wie auch immer, da kann man dann irgendwie hoch, runter gehen, wie auch immer. Und hier sind die entfernten Dateien. Und wenn ich jetzt sagen wir mal, ich will jetzt hier reingehen und ich will mir irgendwie eins der Programme irgendwie holen, irgendwie aus Lua, Krypto, praktisch aus unserem Kryptokurs. Und ich will mir irgendwie zum Beispiel den Mono Caesar holen. Der ist ja irgendwie ganz, das ist ja grundsätzlich das, was wir zum Arbeiten brauchen. Dann sage ich einfach, ja, kopieren wir es einfach mal hier rüber. Zack. Jo, mach das. So, und jetzt kann ich das Ding hier einfach öffnen. Das ist lokal. Na? So, das heißt, so einfach geht das mit dem Hin- und Herkopieren. Aber ihr seht, dass es irgendwie ein kleines Problem gibt bei der ganzen Geschichte. Windows ist ein bisschen komisch. Oh, und jetzt habe ich einen Telefonanruf, aber wir sind eigentlich auch durch. Das heißt, wir schließen die Verbindung und alles klar, das war's.